selbst. Wäre es bloß Gerechtigkeit, würde es für uns alle am Ende nur Furcht sein können. Auch wenn die Neuzeit den Gedanken an das Gericht ins Innerweltliche verlagert hat, die schrecklichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts haben gezeigt, dass wir uns der Frage nach dem göttlichen Gericht nicht entziehen können. Wie stehen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im Angesicht Gottes zueinander? Ich darf noch einmal den Heiligen Vater zitieren, der das viel besser sagen kann als ich. Er sagt, die Lebensentscheidung des Menschen wird mit dem Tod endgültig. Das ist immer kirchliche Lehre gewesen, mit dem Tod treten wir in die Endgültigkeit ein. Dieses, sein Leben, steht vor dem Richter. Sein Entscheid, der im Lauf des ganzen Lebens Gestalt gefunden hat, kann verschiedene Formen haben. Es kann Menschen geben, die in sich den Willen zur Wahrheit und die Bereitschaft zur Liebe völlig zerstört haben. Menschen, in denen alles Lüge geworden ist. Menschen, die dem Hass gelebt und die Liebe in sich zertreten haben. Dies ist ein furchtbarer Gedanke, aber manche Gestalten gerade unserer Geschichte lassen in erschreckender Weise solche Profile erkennen. Nichts mehr wäre zu heilen an solchen Menschen. Die Zerstörung des Guten unwiderruflich. Das ist es, was mit dem Wort Hölle bezeichnet wird, sagt der Heilige Vater. Kein Zweifel, die Kirche hat immer gelehrt, es gibt diese Möglichkeit. Es gibt diese Möglichkeit, auch wenn die Kirche nie von einem bestimmten Menschen gesagt hat, dass er in der Hölle sei. Und dann sagt der Heilige Vater weiter, auf der anderen Seite kann es ganz reine Menschen geben, die sich ganz von Gott haben durchdringen lassen und daher ganz für den Nächsten offen waren. Menschen, in denen die Gottesgemeinschaft jetzt schon all ihr Sein bestimmt und das Gehen zu Gott nur vollendet, was sie schon sind. Das sind die Heiligen. Wo stehe ich selber? Wahrscheinlich schätze ich mich selber ein und ich vermute, die meisten von Ihnen auch, irgendwo in der Mitte. Dass die Liebe in mir völlig erstorben sei, dass das Böse von mir völlig Macht ergriffen hat, das will ich wahrhaft nicht hoffen. Dass die Liebe in mir völlig rein sei, dass sie mich durch und durch prägt, so wie der Heilige Vater es sagt, das wage ich von mir nicht zu behaupten. Wie sieht es wohl für die meisten Menschen aus? Der Heilige Vater sagt das folgendermaßen. Weder das eine noch das andere ist nach unseren Erfahrungen der Normalfall menschlicher Existenz. Bei den allermeisten, so dürfen wir annehmen, bleibt ein letztes inneres Offensein für die Wahrheit, für die Liebe, für Gott im tiefsten ihres Wesens gegenwärtig. Aber es ist in den konkreten Lebensentscheidungen überdeckt von immer neuen Kompromissen mit dem Bösen. Viel Schmutz verdeckt das Reine, nachdem doch der Durst geblieben ist.
und das doch auch immer wieder über allem Niedrigen hervortritt und in der Seele gegenwärtig bleibt. Was geschieht mit solchen Menschen, wenn sie vor den Richter hintreten? Ist all das Unsaubere, das sie in ihrem Leben angehäuft haben, plötzlich gleichgültig? Oder was sonst? Der Heilige Vater entfaltet hier eine großartige Zusammenfassung der kirchlichen Lehre vom Fegfeuer. Es ist eine sehr tröstliche Lehre, eine wunderschöne. Und er zeigt, dass das Feuer, von dem der Apostel Paulus spricht, durch das unser Lebenswerk hindurch muss, wenn wir sterben, dass dieses Feuer Christus selber ist. In der Begegnung mit ihm, mit Jesus, geschieht das Gericht. Vor seinem Angesicht schmilzt alle Lüge, alles Unwahre, alles Unlautere und Unreine in unserem Leben. Ich muss Ihnen hier diese ganz starken Worte des Heiligen Vaters zitieren. Es ist ja keine Schande, wenn er heute mehr die Katechese hält als ich selber. Es ist nur ein Privileg für mich. Die Begegnung mit Christus ist es, die uns umbrennt, frei brennt zum Eigentlichen unserer selbst. Unsere Lebensbauten können sich dabei als leeres Stroh, als bloße Großtuerei erweisen und zusammenfallen. Aber in dem Schmerz dieser Begegnung, in der uns das Unreine und Kranke unseres Daseins offenbar wird, ist Rettung. Sein Blick, die Berührung seines Herzens heilt uns in einer gewiss schmerzlichen Verwandlung wie durch Feuer hindurch. Aber es ist ein seliger Schmerz, in dem die heilige Macht seiner Liebe uns brennend durchdringt, sodass wir endlich ganz wir selber und dadurch ganz Gottes werden. So wird auch das Ineinander von Gnade und Gerechtigkeit sichtbar. Unser Leben ist nicht gleichgültig, aber unser Schmutz befleckt uns nicht auf ewig. Wenn wir wenigstens auf Christus, auf die Wahrheit und auf die Liebe hin ausgestreckt geblieben sind, er ist im Leiden Christi letztlich schon verbrannt. Im Augenblick des Gerichts erfahren wir und empfangen wir dieses Übergewicht seiner Liebe über alles Böse in der Welt und in uns. Und dann dieser wunderbare Satz: Der Schmerz der Liebe wird unsere Rettung und unsere Freude sein. In diesem Sinn ist das Purgatorium, das Fegfeuer, wirklich ein Bild der Hoffnung. Und es ist um vieles hoffnungsvoller als die Idee der Reinkarnation, die sich bei uns enorm verbreitet, in der der Mensch selber durch viele Wiedergeburten die Last seines Karmas, seiner angehäuften Schuldberge abtragen muss. Da ist der Glaube an das Purgatorium, an das Fegfeuer wirklich ein hoffnungsvolles Bild, ein Bild der Hoffnung. Aber neben diesem Hoffnungsbild Fegfeuer bleibt die Frage der Hölle. Ein dunkles, dunkles Mysterium. Es gibt die unheimliche Wirklichkeit der in sich zertretenen Liebe, des alles durchprägenden Hasses. Es gibt die unwiderrufliche Zerstörung des Guten.
Es kommen uns Namen in den Sinn. Stalin, Pol Pot, Hitler und Himmler. Aber hatten nicht auch diese Mütter, vielleicht fromme Mütter, Stalin sicher, und auch für sie ist Christus gestorben. Auch für sie hat er sein Leben hingegeben. Und wären es viele, die diese Hölle letztlich selber gewählt hätten? Die augustinische Tradition dachte, dass es die Mehrheit der Menschheit ist. Heute ist unser spontaner Gedanke, es ist sicher nur eine kleine Zahl. Aber nicht die Zahl entscheidet, sondern das Faktum selber, dass es diese Möglichkeit gibt. Und die Frage, wie dieses Faktum mit der Barmherzigkeit Gottes zusammengeht. Noch einmal sei in Erinnerung gerufen, nie hat die Kirche von jemand Bestimmten gesagt, er sei mit Gewissheit in der Hölle. Über viele hat die Kirche mit Bestimmtheit gesagt, sie sind im Himmel. Für die Heiligsprechung wird ein hoher Grad an Unfehlbarkeit beansprucht. Was ist also dazu zu sagen? Gehen wir noch einmal von der Gewissheit unseres Glaubens aus, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, nicht um sie zu richten, sondern zu retten. Wenn das Innerste der Sendung Jesu ist, dann ist es nicht verwunderlich, dass die Heiligen in der Liebe Christi ganz Ähnliches, Gleiches wollten wie Christus. Retten, nicht richten. Als Hans-Urs von Balthasar sein Buch geschrieben hatte, Was dürfen wir hoffen, hatte ich gerade bei der heiligen Katharina von Siena einen wunderbaren Text gefunden. Ich habe ihn gleich an Balthasar geschickt. Ich war ganz stolz, ich gebe es zu, dass in seinem nächsten Buch dieser Text auch zitiert war, dass er mir dafür gedankt hat, die kleinen Eitelkeiten. Aber es ist ein wunderbarer Text und Hans-Urs von Balthasar schrieb mir damals auf seinen unvergesslichen Postkarten ein kleines Wort des Dankes und dann sagte er, diese heiligen Frauen, die an Augustinus vorbei evangelisch gebetet haben. Ich zitiere Ihnen, wie die heilige Katharina evangelisch gebetet hat. Ihr Biograf, der selige Raimund von Capua, der ihr Beichtvater war, hat Folgendes von ihr berichtet. Ein Gebet. Wäre ich ganz vom Feuer der göttlichen Liebe entbrannt, bäte ich dann nicht mit brennendem Herzen meinen Schöpfer, den wahrhaft Barmherzigen, all meinen Brüdern Barmherzigkeit zu erweisen? Und sie sprach mit leiser Stimme zu ihrem Bräutigam, und der selige Raimund hat das notiert, wie könnte ich den Herr mich damit abfinden, dass ein einziger von denen, die du wie mich nach deinem Bild und Gleichnis geschaffen hast, verloren ginge und deinen Händen entglitte? Nein, auf gar keinen Fall will ich einen einzigen meiner Brüder zugrunde gehen sehen, einen einzigen derer, die mir durch eine gleiche Geburt zur Natur und zur Gnade geeint sind. Ich will, das typische Katharina, voglio, ich will, so hat sie mit Gott geredet, ich will, dass sie alle dem alten Feind entrissen seien, dass du sie alle zur Ehre und zur größeren Verherrlichung deines Namens gewinnst. Raimund berichtet dann,
Der Herr habe ihr erwidert: Die Liebe kann sich in der Hölle nicht halten. Sie würde die Hölle völlig vernichten. Leichter höbe man sie auf, als dass man die Liebe in der Hölle hausen ließe. Und dann antwortet Katharina an Jesus: Wenn nur deine Wahrheit und deine Gerechtigkeit sich offenbart, so begehre ich, dass es keine Hölle mehr gäbe oder zumindest keine Seele dorthin geriete. Könnte ich dir in Liebe vereint bleiben und mich dabei vor den Eingang der Hölle aufstellen und sie derart verschließen, dass niemand mehr darein eintreten könnte, so wäre das die höchste meiner Freuden. Denn so würden alle, die ich liebe, gerettet. Dieser Text hat Hans-Urs von Balthasar zu Recht begeistert. Ich habe jetzt leider nicht mehr die Zeit, einen anderen großen Text zu zitieren, den Hans-Urs von Balthasar in seinem kleinen Büchlein-Traktat über die Hölle zitiert hat als Schluss. Eine andere heilige Frau, Theresia Benedicta Acruze, die heilige Edith Stein. Dieser große Text aus den 30er Jahren geht ganz tief in das Geheimnis der Frage, wie Gott mit dem widerständigen Willen umgeht. Wenn die menschliche Freiheit Gottes Gnade und Barmherzigkeit widersteht, Gott kann sie nicht zwingen und nicht brechen. Aber Edith Stein sagt, Gott kann die menschliche Freiheit überlisten. Eine letzte Möglichkeit, Gottes ohne die menschliche Freiheit zu vergewaltigen, ihr von innen her das Tor der Gnade und der Barmherzigkeit zu öffnen. Es ist dies sicher ein letztes Geheimnis. Und ich schließe mit dem Blick auf eine dritte Frau oder vierte, nachdem wir am Anfang die kleine heilige Theresia gehört haben. Jene Heilige, die uns das ganze Jahr über begleitet hat, die heilige Schwester Faustina. Der absolute Primat der Barmherzigkeit bedeutet nicht eine Art Verharmlosung des Bösen und auch nicht eine Verharmlosung der Gerechtigkeit. Wie wir in einer früheren Katechese gesehen haben, die Gerechtigkeit, aber noch mehr die Barmherzigkeit haben ihren Preis. Die Barmherzigkeit hat Jesus das Leben gekostet. Sie zu erbitten kostete sein Herzblut. Schwester Faustina sieht ihre Berufung darin, die Menschen, die sich der göttlichen Barmherzigkeit verschließen, gewissermaßen für die Barmherzigkeit zu öffnen. Jesus sagt einmal zu Faustina: Ich finde keine vollkommene Hingabe an meine Liebe, so viel Vorbehalte, so viel Misstrauen, so viel Vorsicht gegen meine Liebe. Und dann sagt er ihr weiter: Zu deinem Trost will ich dir sagen, dass in der Welt Seelen leben, die mich aufrichtig lieben. Die Liebe dieser Seelen und ihr Opfer stützt den Fortbestand der Welt. Das Geheimnis der Barmherzigkeit war immer ein Geheimnis der Hingabe, der Sühne, des Opfers, der Liebe. Ohne Umkehr keine Rettung, ohne Bekehrung keine Erlösung. Aber die Gnade der Umkehr wird von Gott nicht willkürlich zugeteilt. Sie wird erbeten,
erlitten, auf die Fürbitte und die liebende Hingabe von Betern hin wird sie von Gott geschenkt. Gott wartet gewissermaßen nur darauf, dass seine Barmherzigkeit abgeholt wird. Und so schließe ich diese Katechese dieses Jahres mit einem Text aus der Novene, die vielfach gebetet wird, der Novene der heiligen Faustina vom letzten neunten Tag. Heute führe mir erkaltete Seelen herbei und tauche sie ein in den Abgrund meiner Barmherzigkeit. Diese Seelen verwunden mein Herz am schmerzlichsten. Im Ölgarten erfuhr meine Seele den größten Abscheu vor einer einzigen erkalteten Seele. Kalte Seelen waren der Grund für meine Worte: Vater, nimm diesen Kelch von mir, doch nur, wenn es dein Wille ist. Ihr letzter Rettungsanker ist die Flucht zu meiner Barmherzigkeit. Und nun das Gebet. Barmherziger Jesus, du bist das reinste Erbarmen. Ich bringe in die Wohnung deines barmherzigsten Herzens erkaltete Seelen. Mögen sich diese vereisten Seelen, diese toten Leibern ähnlich und dich mit solchem Ekel erfüllen, am Feuer deiner reinen Liebe aufwärmen. O barmherzigster Jesus, gebrauche die Allmacht deiner Barmherzigkeit und ziehe sie hinein in die Glut deiner Liebe und schenke ihnen heilige Liebe, denn du vermagst alles. Es segne und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.